Herr Johnson! John! Jawohl, ja! Ja! Gut, dass ich bin mal, hier! Dass mal wieder zusammengefunden habe. Also, ich war auch blöd zu sagen, komm, wir machen das an einem Morgen, am Sonntagmorgen. Da kommen sie ja alle mit ihren Rufis und vollgepackt, direkt von der Party. Jetzt haben wir Samstagnachmittag, jetzt sind sie alle am Schlafen. So sieht's aus, ey. Das ist die Strategie, sag ich dir. Ja. Jetzt machen wir Überraschungsangriffe auf die Dorms. Ha! So sieht's aus. Da rechnen sie überhaupt nicht mit. An uns wird man sich noch lange erinnern, sag ich dir. Der beste Koch und der beste Hausmeister. Eine Statue sollten sie uns bauen. Also ohne Witz. Wenn wir mal Storms aufgeräumt haben, müssen wir mal mit dem Direktor reden, ob da ein bisschen was locker machen kann. Ich will eine aus purem Platin, sag ich dir. Ja, mindestens. Und mit einer schönen Kochkelle in der Hand. Stehst ha. Du? Ein Platin-Pfannenwender. Ein Platin-Pfannenwender, richtig. Du kriegst eine goldene Base mit Diamanten besetzt. Ja, ein Wischmob. Ha. Ein Wischmob. Alles klar. Bis jetzt sieht alles sauber aus. Gut. Der Campus ist leer. Ja, hab ich mir auch mitgerechnet. Als ob irgendeiner von der Drecksägel irgendwie am Samstag auf den Campus geht. Ja, eben. Die faule Hunde. Die kommen ja nicht mehr unter der Woche. Machen so, alles online und auf Smartphone-Line und. Ach, du, ich flieg's doch auch nicht, das ist doch alles. Am Abend da wird dann gefeiert. Und ja, wer da auf der Schießstrecke wieder wegräume? Wir zwei. Wir zwei. Ich die Kotze und du die andere Kotze. Der ganze Rest, so ist es. Da links sind ein paar Kistle. Ah, willst du mal nie lugen? Ja, vielleicht haben wir wieder irgendwelche Studenten den Sieg verloren. Mein Maggi ist ausgegangen, weißt du? Ja, ich guck mal da vorne an das Eck. Aber sieht nicht so aus, als wäre einer von den Studenten da am Rumlugen. Komm. Boah, es kritz. So. Ja, ein bisschen höher stehe. Ja, es kritz, ja. Ah, Schiene, ein Magazin. Oh. Noch ein Teil. Da habe ich gerade mal Luke. Da habe ich ein paar Kleid, du. Vielleicht sind es die von der Fahrradwerkstatt. Weißt du, die haben auch Samstag manchmal auf. Die von der Fahrradwerkstatt. Ein bisschen ehrenamtlich, die sind eigentlich ganz okay. Na gut. Da fliegt halt nur manchmal so ein Schrapnell durch die Gegend, wenn sie die Reifen wieder zu stark aufpumpe. Viel Druck im Blut, sag ich, viel Druck. Ja, genau. Ja. Sei ja auch Schand, dass wir der ganze Campus hier mit Stacheldraht hier versehen müssen. Damit die Studenten nicht einfach da über die Mauer klettern. In welche Zeit ist immer mittlerweile angekommen, du? Früher, wo wir jung waren, wo wir studierten hier an der Uni. Ah, ich sehe einen. Okay, ja. Sag mal an, du. Und zwar auf der rechten Seite. Wir sind da direkt bei dem großen Gebäude, beim Rote. Bei der Lagerhall. Ich komme zu dir rüber, jo. Ja, man sieht ihn nicht mehr. Ich sehe ihn. Sind das richtige Studenten oder so? So ich fürchte fast so flink, wie der war. Oh, ein Flashbang direkt vor uns. Dort einer Knaller zündet. Jetzt haben die auch noch Feuerwerk, oder was? Ja, ist immer noch Silvester, oder was? Ja, ein... Ich sehe leider gerade keiner. Da oben rennt einer. Hat einer die geschossen? Ja, von der rechten Seite ist einer. Den. Ah, niemand schießt auf den Koch umsonst. Ich lade mal schnell nach. Ich auch. Ich habe nur 20 Schuss in der Uzi und das ist schnell, ja. Ja, ich habe nur 10. Hanoi. Ja. Ich hatte eine little Befürchtung, dass die gleich uns einkreisen oder von links kommen. Ja, wenn das Spieler sind, dann, also richtige Studenten meine ich, ne? Dann das sind richtige Studenten. Die wissen was. Sollen wir hinterher gehen? Sollen wir mal zurück? Ja, eine Station zurück? Ja, es ist ein bisschen gefährlich, über die offene Fläche sich zurückzuziehen. Aber was sollen wir machen? Granate. Oh, HD-Hits. Ja, von hinten, wie ich gesagt habe, hinten an der Mauer, da war er. Oh, ja. Du, ich glaub, der ist durch den Boden gefallen. Ja, Sabalot.
Sehen Sie auch schon Feierabend? Ja, es sieht so aus. Ich glaube, ich hatte einen auf dem Bretter geschickt. Ah, das ist immerhin so ein Student wegsemmelt, ey. Nee, leider nicht. Ach so, noch nicht. Okay, na dann, Kollege, würde ich sagen, versuchen wir es morgen nochmal. Ja, machen wir es morgen nochmal. Alle gute Dinge sind morgen. Ja, genau. John! Johann! Ja, sag mal, wo bist du? Im Gras da. Steh mal auf. Beim orange Tankcontainer-Truck. Beim orange Tankcontainer-Truck. Ich bin doof, wo mal deinem Kumpel die Beine verschossen wurde und er nicht mehr rennen konnte und dann verloren gegangen ist irgendwo auf dem Campus. Ah, da zwischen der Gebäude da. Ja, genau. Ja, ich komme hin. Gut. Jetzt können wir uns gleich mal inspizieren mit unserer neuen Verkleidung. Ich bin jetzt zwischen der Gebäude. Du bist echt gekäpselig. Warte, ich laufe hier zwischen dem Gras rum. Ah, ja, da. Ich seh dich, jo, ja. Wunderbar, gut. Du bist echte Käpsele, weißt du? Jetzt als Studente sich verkleide und so in die Dorms komme. Ah, jo, eben. Echt brillant. Dann können wir zwar nicht unser geiler Container mitnehmen, do, wo wir unser Pauseboot drin hin. Oh, ich hab zwei Schlüssel gerade entdeckt. Du hast zwei Schlüssel? Die sind lila. Oh, wir schaffen das, mein Freund, wir schaffen das. Dann hätte ich vom Kostümverleih oder vielleicht ein wenig extra was nie gesteckt, hä? Ja, sieht so aus. Nicht schlecht. Das für Militärbase ist das wahrscheinlich von mir im Schwibschwager oder sowas. Sehr, also wir kommen hier raus, mein Freund. Ja, also hab ich doch. Ich müsste hier zu später zu der Straße vom Militär oder eher... Ihr müsst. Gleise Militärstützpunkt. Ich müsste zum Haupttor, zum Administrations Gate und ja, das passt doch, die Straße oder? Zwischen der Felsen geht. Ah jo, das auch. Passt doch, Mini liege dazwischen. Also das wunderbar, dann geh mal Richtung Dorms und klopfe mal da laut an. Dann gehen wir mal Richtung Dorms, jetzt schaffen wir es, ey. 1A sehen wir aus, wie 20. Ha! Richtig gut, das gefällt mir irgendwie, muss ich gerade sagen, komischerweise. Ich habe auch noch diese Schwachsinn, diese die Pineapple Juice nennen. Ich glaube, das bechert auch ganz schön rein, sage ich dir. Das glaube ich dir, du. Vorne geht's, glaube ich, irgendwo. Vorne geht's irgendwo hinaus, wollte ich gerade sagen, aber. Kommen wir mal da hinaus? Ich glaube, wir kommen da nicht hinaus, oder? Doch, wir kommen da. Wo bist denn du? Ich bin rechts von dir in der Gräser. Ah ja, im Gras. Guck mal, ich glaube, wir sollten. Ich meine, wir doch, kommen da nicht raus. Doch. Ja, gut, ich. Ich glaube, wir kommen dann raus. Ah, da ist er. Das ist aber neu. Oh. Nee, wir sind da im anderen Gebiet, weißt du? Nicht? Das ist nicht der Campus B, das ist der Campus A, wo wir sind. Ah, der Campus A. Ja, du, da habe ich schon seit Monaten Geld beantragt, um das Loch endlich zu stopfen. Meinst du, ich krieg's bewilligt? Nee. Aber neue BAföG-Studentenbauerländer. Da müsst ihr. Ja, vor uns. Hinter diesem Container war einer. Direkt hinter dem Container vor mir war einer. Ja, ich finde gut, dass du das Präteritum benutzt hast. Ja. Präteritum ist Territorium, sag ich immer. Ja, wunderbar. So, willst du in den Container rein, dann würde ich den Kollegen da mal schnell auseinandernehmen. Ja. Und zwar kurz und knackig und schmerzlos. Und, warst du echter Student? Nee. Ah, Austauschstudent. So eine Art, ja. Oder warst du Professor? Die hättest auch verdient. Ah, nee, Professor war es auch nicht. Ah, okay. Es war so ganz langweilige, du. Ah, ja. Du hättest ja noch was auf Distanz. Ich habe halt leider nur Kostümverleih mal Schrotflinte bekommen. Ich habe Schlüssel gefunden und 1000 Euro, sag ich dir. 1000 Euro. Du, ich würde sagen, das mit den Doms verschieben wir und wir gehen raus. Okay. Jetzt bin ich, okay. Dann, ab mal Russ. Hat er noch irgendwas? Hast du alles mitgenommen? Ich habe alles mitgenommen, du. Ja, wunderbar. Das können wir mal als Studenten jetzt nicht hier ihre Schätze da einfach zu überlassen. Wir ziehen uns zurück. Oh, du hast Strophe, glaube ich. Nee, ich glaube nicht. Nee, mir geht's gut. Sehr gut. Lass uns für hier abhauen, würde ich behaupten. Ja, ich würde auch sagen. Ich glaube, das war da von da vorne irgendwo, wo wir jetzt hingehen, oder? Die Schüsse. Ja, ja, sag mal, hier knallt's überall. Aber ich habe eine vollautomatische Schrotflinte gefunden. Das ist gut für auch nur eine Schrotflinte, ja, okay. Ja, ich hab eine halbautomatische. Müssen mal ein bisschen aufpassen.
Ja, ah, ah, ja, wollte doch sagen, früher habe ich da durchpasst. Muss ein bisschen seitlich gehen, dann passt es. Ah jo, ich passe durch, ich bin ein Schlangekoch, weißt du? Ah, du bist ein Schlangekoch, ja, du isst halt der Schießregen, was es da gibt, gell? Ja. Oh, da kommen wir mal nicht durch. Nee, müssen wir außen rum. Warte mal kurz, dahinter sind auch immer ein paar Sachen versteckt. Da ist so ein Geheimfach von den Studenten, die denke ich kenn's nicht. Aha. Aha. Aha, aha. Was ist denn das? Ah. 762er Munition, 30 Stück. Ja, die nehmen wir da doch mit. Tauber, du. Und der Luger-Munition, ha, die habe ich noch vom Opa wahrscheinlich irgendwo rumliegen. Und DVD, ja wunderbar, da weiß ich schon, was ich heute Abend zu tun habe. Und Zigarette. Sauber. So. Ein bisschen Tür, okay. Bist du immer noch hinter dem Ding? Ja, immer noch da im Büsch. Komm raus. Ah ja, sehr schön. Uiuiui. Ui, ui. Das ist aber, glaube ich, auf der anderen Straße seid. Das ist nicht hier so. Da ist die Pit. Die Grub da. Die Grub da, ja, pass auf, da ist ein bisschen offen. Dass du da keinen Headschuss fängst. Ne, Headschuss wäre nicht gut. Oh, da vorne ist es ganz arg offen. Ja, Zwischensprint. Zwischensprint. Ja, ich komm zu dir, nein. Gut. Gut, ich höre nix, hat uns wohl keiner gesehen. Wunderbar. Ich höre auch nichts, sehr gut. Gehen wir weiter. Wir müssen jetzt irgendwie in der anderen Komplex rein. Aber ich fürchte fast, da müssen wir raus. Ich fürchte auch fast, da müssen wir raus. Ich habe schon lange mal gesagt, baute Brück zwischen Campus A und Campus B. Damit die Leute nicht mehr auf gefährliche Straße müssen. Da kommt da immer wieder. Immer wird der Student da einfach überfahren, ja genau, und dann, wer ist schuld? Da, eben. Der Hüßmeister. Wer muss es wegmachen? Wer ja. muss es wegmachen? Danke. Mein Freund Johann, du. Ah, Stacheldraht. Schon wieder, Johann, du laufst schon jedes Mal nahe an der Stelle. Ja, ich weiß, früher gab es halt kein Stacheldraht. Bin's nicht gewähnt. Ich konnte gerade noch verhindern, dass sie das irgendwie mit Gift einrieben. Oh. Oh je, guck mal. Ich bin mit dir. Oh, au, au, au. Scheiße, du. Ich hätte mal den mal kurz angucke. Da ist nichts mehr drin. Okay. Wir sollten hier weitergehen. Wir stehen da direkt am Hügel. Ja. Der hat auch nichts mehr. Ich kann. Der ist wegen arg verdreht, der gute Kerle. Jo, der hat voll was erwischt, gell? So, müssen wir hoffen, dass die Tür da auf ist. Ich habe leider keinen Schlüssel dabei. Oh, Gegner, aufpassen. Oh, ich sehe sie. Geh mal wieder hinter die Brücke zurück. Bin ich versteckt? Ich bin im Busch, mich sieht man nicht. Ich gehe mal auf die andere Straßenseite, du. Ja, gucke mal, ob du mir irgendwie was gut siehst, weil ich könnte jetzt auch nach Norden abhauen und da käme ich dann weg. Ist vielleicht sogar fast sicherer. Ja, ich gehe glaube ich auch nur nach Norden. Was ist jetzt der Plan eigentlich? Du mal die Dorsit noch ergriffen? Nee, heute nicht. Heute nicht. Ich glaube, wir machen den jetzt tiefere Stachel in das Fleisch, wenn wir jetzt das ganze Loot mit nach Hause nehmen. Hat er eine Waffe? Ich bräuchte noch eine. Ja, hat noch eine Waffe. Hier. Wunderbar, ich pack's mal schnell AI. Ah, Munition hat er auch. Oh je, mir sollte hier weg. Du. Okay, mein Freund. Mir sollte langsam mal Arnego. Ja, go mal weg. Richtung Norden. Richtung Norden, ja. Ich muss so ein bisschen nach Nordosten. Ich bin direkt bei Gegner, dir. Gegner gehört. Das sind keine Studenten. Oder wir rennen jetzt einfach Richtung Norden. Rennen wir.
Warte mal kurz, ich guck mal kurz mir die andere Waffe an, die ich gefunden habe. Oh, ein Sniper. Ja, ja, aber die ist nicht drin. So extrem. Der hat ordentliches Zielfernrohr. Also, ja. Wenn wir welche sehe, könnte ich sie wegnehmen. Also, hier gesagt, ab nach Norden. Ja, machen wir. Oh, ich kann da nicht nachladen. Was ist denn da los? Oh je, da ist er. Ah, da sind immer nur ein Schuss rein. Ah, das ist das falsche Magazin, sehe ich gerade. Deswegen kann ich nicht nachladen. So, lädst du jetzt mal wieder nach? Verdammt. Wunderbar. Geh mal wieder. Und dann über die Gleise müssen wir halt noch. Jawohl, ja. Hier durch. Ja. Also ich war an der Gleise hinaus und du musst durch den Fels hinaus. Oh, du kannst hier gleich klein raus, ja? Ja, ich kann da klein raus. Ich muss noch. Ich werde mich dann da verabschieden, der Vierer. Ja, ist gut. Ich laufe nur letzte Meter mit dir. Ja, das ist nett. Das ist sehr nett. Du kannst schon noch Containern gehen. In der nee, du, ich möchte jetzt nicht gierig werden. Ja, das ist wohl wahr. Ich habe hier jetzt im Moment mehr in der Tasche, als ich mit gerechnet habe. Jo, es funktioniert. Wunderbar. Moin, Feierabend. Oh, Glückwunsch. Du kannst mir gleich mal sagen, wie der Schlüssel heißt, der Lilane. Nee, aber ich sag dir, wie der Schlüssel heißt, wenn ich draußen bin. Ja, mach das so. Das ist schon viel zu gefährlich, jetzt das da zu sagen. Wunderbar, 3 Sekunden. Ha! Die Studenten werden sich grün und blau ärgern. Das war wahrscheinlich ein Pizzabote, den wir da auf der Straße erschossen haben. Ein Pizzabote? Ein Pizzabote. Und dann haben wir das ganze schöne Loot von dem weg. Die werden sich ärgern, weißt du, da sitzt du da mit den Rufis am Zittern und am Hunger sein und dann. Oh, ich hab zwei nicht. Schlüssel. Ich hab sogar zwei Schlüssel abgreppt, du. Johann! Ist hier. Johann ist hier. Wo ist Johann? Johann ist an der alten Gasstation. Ja, ich auch. John ist auch an der alten Gasstation. John, wo bist du? Ich komme. Ich gehe jetzt mal zu der Zapfsäule. Ja, ich bin auch bei der Zapfsäule. Ah, ja. Wunderbar. So. Sehr schön. Ich habe ein bisschen Zucker eingepackt, um die Studenten hier. Sehr schön. Damit zu vergifte. Ich habe gar nichts. Die sind ja jetzt alle so auf Detox, weißt du? Die machen jetzt alles ja in diesem Instagram so Gesundheit und so Scheißdreck, so Sport ja, und Brokkoli und sowas. Ja, genau. Und wenn du denen dann mal ein bisschen Zucker in der Auge streust, da kippe die gleich um. Bist du Ich muss mal noch kurz dahinter was looten. Ah, ist klasse. Was ist denn? Hast du wieder ein geheimes Versteck der Studenten entdeckt? Ja, weil Medizin kann man immer brauchen. Kann man immer brauchen, ist richtig. So. Wir gehen nach Customs, ne? Quatsch, wir sind auf. Ja, wir sind hier auf Customs. Wir sind hier auf Customs. Wir gehen zu der Landschulheime, zu der Freizeitheime, zu der Studentenwohnheime. So ist richtig. So, wo bist du? Sind wir Campus A? Okay. Ah, wir sind Campus B. Campus dann müssen B. Müssen wir mal vor und gucken, ob die Tür auf ist. Ich bin hier am Durchgang, wo. Ah. Ich seh dich. Die zwei Uzi Bros. Ja. Ja, es ist traurig, was der Rektor nur für uns übrig hat. Hab ich die Situation ja geschildert. Na, guck mal da. Da hat einer wohl nie mehr nach Hause geschafft. Oh ja. Ich geb dir Deckung. Oh, warte, ich wollte nicht die Weste haben. Eine Weste habe ich. Ich lass dir mal die Weste fallen. Oh ja, das ist natürlich sehr nice. Und den Rucksack kannst du auch haben, ich hab einen, da ist nichts drin. Er hat leider nur eine Schrotflinte gehabt, ich hab gehofft, der hat irgendwie was. Alles klar. Anders so, wo gehen wir hinaus?
Wo gehen wir hinaus? Gute Frage. Ich hätte gesagt, hatte ich wieder die Frage, ob da was offen ist. Ich würde sagen, wir gehen mal links hier am Gebäude durch und schauen, ob Tür auf ist. Und dann können wir direkt in den Wald und zu den Wohnheimen gehen. Ab zur Wohnheim. Wir müssen es endlich mal schaffen. Ja, endlich mal schaffen. Mal sie sehen, ne? Das ist ja... Kann ja wohl nicht sein. Hast du deine Uzi auf Vollautomatik gestellt? Ja, jetzt hier im Gang habe ich es auf Vollautomatik. Wenn ich da vorne, wenn ich auf die Landschaft gucke, da habe ich es immer auf Single. Weil trifft ja nichts, wenn ich da ein bisschen rumstreue. Mach ich, denk mal, mach den Studenten nicht mal mit Angst. Die kommen dann da mit ihrer Großkaliber, was sie von Mama und Papa da jeden Sonntag da schicken. Ja, ja. Und ich sitze hier mit einem kleinen Uzi. Ja, gute Nacht, sage ich da. Oh, vor dir, Gegner. Oh, ihr habt. Ich war jetzt gerade keine große Hilfe, ihr habt Waffe weggesteckt und das Messer gezogen. Oh nein, das ist nicht gut. Kurzschlussreaktion. Ich wollte eigentlich den Modus ändern. Hast du ihn erwischt? Ich hab mir ein bisschen haben erwischt. Okay. Aufpasse bei dir in der Position. Da ist der Gegner. Oh, Kollege. Hast du ihn? Der Sound hat mir einmal erwischt. Aber komm mal nein, der hatte. Na, KAK, komm. Aber er hatte gute Waffe. Könntest du nehmen? Dann bleib ich bei der Schrotflinte und guck mal aus dem Fenster. Ich komme. Und mache mal Tür zu. Mach das mal. Oh ja. Oh ja. Wow! Da war noch ein anderer am Rumschleichen. Eieiei. Warte, ich muss noch hier die Munition einsammeln. Der hat, glaube ich, eine gescheit Waffe. Besser als Mai. Oh, der hat auch nur Schrotflint. Was ist denn los? Nur eine Schrotflint? Na, ja, der gescheit Weste. Dann nehme ich die. Aber auch nur eine. Ich habe 10.000 Rubel, immerhin. Das können wir heute Abend versüffen. So sieht's aus. Alles klar, du, ich bin ready. Wie sieht's bei dir aus? Ja, bin da. Mach mal kurz Tür zu. Lass mich mal kurz. Halbes Magazin habe ich noch. Gehen wir raus. Ja. Jo. So, direkt links halte eigentlich, ne? Ja. Gehen wir da vorne über den Bahngang. Ja. Ich war auch mal kleiner. Wunderbar. Da sind wir. So weit waren wir auch noch nie. Oh, so nah waren wir noch nie an der Dorms. Wir schaffen das. Ich hätte jetzt halt keinen Schlüssel, ne, für alle Räume. Ich sag dir, der erste Student, den ich erschieße, den koche ich in eine Suppe. Da gibt's Eitopf. Oh, Eitopf. So richtig schön Gulasch-Eitopf. Wenn er richtig fertig ist, gibt's sogar zwei Topf. Oh. Aber das gucken wir mal noch. Da machen wir fest. Da kauf ich das Bier von der Rubel, die ich gefunden habe, und du machst da Eitopf. Das gibt er fest. Perfekt. Das gibt er fest. Ich glaube, es sind der Hausmeister und der Koch. Ja, da können wir vielleicht noch auch hier Jens vom Empfang und der Harald von der IT mit einladen. Der Harald, der Jäger Harald, meinst du? Ja, genau, der Jäger Harald. Den habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen, seit er im Schwarzwald aufgebrochen ist. Ja, ich weiß auch nicht. Der ist mit dem Clemens, weißt du, da mit dem Heck Clemens da in die Richtung. Ich habe auch schon länger nichts mehr gehört, aber es ist. Ja. Ich schätze, bei dem geht's gut. Wenn ihr die zwei Franzosen von der IT rechts, Gegner. Ja. Bin tot. Ich auch. Die haben natürlich Mörderwaffen. Das kann ja wohl nicht sie. Das kann ja wohl nicht sie, Mensch. Dass der Rektor uns so scheiß Uzis gibt und die rennen mit der AKs rum. Ich dachte, der hat eigentlich blöd. Der hat so lang Brucht, bis er mich gesehen hat. Aber. Ich hab auf der anderen auch schon dreimal geschossen und dann macht er. Tschüss. Ja, guck das mal an. 294. Schade. Insgesamt, so bei den anderen beiden, die wir da niedergemäht haben, haben wir auch noch getroffen. Und da 245 durch Armor absorbiert, das ist Schiebung, die Schummel. Das ist einfach nicht mehr nett. Danke dir.
Na gut, dann. Na gut. Da muss halt der Eintopf ins Wasser fallen, dann machen wir den mal anders. Alle gute Dinge sind morgen. So sieht's aus. Anna, mach's gut. Du auch. Johann! John! Hi. Ah, hi. Da bin ich. Sauwetter. Aber hey, du hattest dieselbe Idee wie ich. Die erkennen uns einfach am Gesicht, dass du der Koch und ich der Hausmeister bin. Deswegen sind wir jetzt beide total vermummt. Richtig gut. Du hast auch schönes Kaliber dabei, sehe ich. Ja, auf jeden Fall. Ich hab eine Waffe dabei. Richtig ordentlich Munition, aber jetzt nicht die Durchschlagskraft. Die kann man aber gut verstecken. Ja, ist richtig. So, ich hoffe mal, bei dem Sauwetter bleiben die alle weg. Ich hoffe es auch, du. Wir gucken mal gleich da vorne, ob wir da rauskommen. Liebend gern. Komm, Johann. Bin unterwegs. Pack dir den Mob und los geht's. Oh, Gegner. Ich hab keine gesehen. Vor uns Stimme. Ich hab auch keine gesehen, aber Stimme. Oh, hast du Kopfhörer auf? Ich höre keine Stimme. Der Regen ist laut. Auf, ja. Nicht schlecht. Ich gehe mal hier rechts raus und guck, ob ich sie sehe. Ja, ich sehe sie. Warte noch mit Schlüssel, soll ich zu dir kommen? No, das krieg ich hin. Krieg ich doch nicht hin. Wo ist er? Hab ihn. Wunderbar. Ja, easy. Der war auf dem offenen Feld. Ich bin hier. Ich bin immer noch an dem Durchgang. Wo bist du? Aua, aua. Du bist... Oh, Stimme, Stimme. Ich bin wieder drin, auf dem Campus. Ja, bin auch auf dem Campus. Er kommt leider nicht durch hier, bei mir. Ich hab grad Schaden bekommen, ich weiß nicht woher. Vielleicht habe ich mich am Regen verschluckt. Ich blute. Oh nein, komm wieder zurück. Ich weiß nicht warum. Oh. Mein Bein ist... Ah, die hatte mich ins Bein getroffen. Und ich hab blutet. Ich sterbe. Schüsse von weiter hinten. Oh, ich sehe ihn. Ganz am Ende vom Gang. Jetzt hat's mich erwischt. Sag mal. Nein! Der hatte Schalldämpfer, der Säckel. Nein. Du, also ich mach jetzt halt Feierabend, ne? Ich wünsch dir Ja, viel ich Glück. Guck mal, was ich noch so reisen kann. Ja. Bis gleich, du. Bis gleich, du, ja. Ah, ein bisschen was. Fuck, ist das so klar. John! Ja, Johann. Du, ich sehe ja meine Hand vor der Auge nicht. Ich sehe auch nichts. War das eine gute Idee? Ja, weißt du, damit rechnen sie nicht. Dass man um die Uhrzeit schon aufstehe. Die glaube doch, wir pennen bis mittags. Das stimmt. Mir alte du, ich bin an der Crossroads. Wo bist du? Ich bin auch an der Crossroads, da irgendwo. Also da ist so ein... Ja, wo wir schon mal gestorben sind, da. Also wo wir mal Feierabend gemacht haben, weißt du? Wo wir Feierabend gemacht haben, ja, genau da. Ich bin tatsächlich an der Crossroads. Ich sehe die am Trag, da wo man looten kann. Ich komm. Je, warte mal, ich muss mal ein bisschen Jalousie runter machen. Oder? Nee, doch nicht. So, schon sehe ich es besser. Ich stehe mittel auf der Straße. Seh dich. Ah, wow, jetzt habe ich mir leicht verschrocken. Ey, jo, du. So. Ey, ich hab ja 4 Magazine dabei. Oh, das ist halt. Oh, ich auch. Oh, und der Medikit. Ich auch Medikit. Ey, ja, super. Und Blendgranat. Ha, sauber. Damit flasche mal die aus ihrer Wohnheim raus. Mit der Dunkelheit, die wäre nie wieder das See. Ja. Zappeduster ist es dann für die. So. Wir gehen jetzt geradeaus. Jawohl, absolut. Direkt rein und klatschen. Direkt nein. Klatschen, Tier auf. Guten Morgen, sagen wir dann. Und dann wird gefeuert. Ja, aus dem Bett schmeißen wir sie. Zack, zack, zack. Und dann machen wir die 762er. Damit räumen wir mal auf. 762 hast du. Ui, ui, ui. Oh, ich weiß nicht, ob ich 762 habe. Das war jetzt nicht hergezackt. Ich hab 9mm. Hab ich. Also in der Waffe, ne? Oh. Wie kann man das. Ah ja, 762er habe ich, ja. Hab ich doch recht gehabt. Da vorne rechts sind ziemlich viel Schüsse. Ja, Mel. Der Ballade geht in der Arsch auf. Um die Uhrzeit zu rumballern, da. Da kriege ich die doch VW mit, dass ich komme. Ich bin nur hinter dir, ja. Guck mal da, ist das sind das VW? VW? Ziemlich original, würde ich sagen. Was macht der denn hier? Ich weiß es nicht. Die auf dem Campus sind halt wieder diese neureichen Studenten, die können sich sowas leisten. Aber nicht.
Da krieg ich doch Hals, sag ich dir. Krieg ich ja, ich komm ja noch mit der Fitz, jeden Morgen. Mhm. Auto? Nee, Auto geht nicht. Nee, allein schon die Spritkosten. Ja, wir sind ja umweltbewusst, gell, deswegen fahren wir. Das auch noch. Future und so. Ja, eben. Sowas von. Hausmeister for Future, sag ich da immer. Ohne Hausmeister for Future und Cook for Future, ne? Ja, eben. Tja, wollen sie mal gucken, wie sie alles instand halten oder zu essen kriegen ohne uns. Richtig. Wir sind Zukunft. So, dann laufe ich schon der Berg nah. Ja, ich bin direkt hinter dir. Vorne ist die Junk Bridge. Ja. Wie heißt die eigentlich Junk Bridge? Ist die aus Junk gemacht oder wie? Ja, du, das war mal so ein Kunstprojekt. Irgendwie mir Müll verbindet Menschen oder sowas. Oh, großer je, Schwachsinn, sag ich da, aber gut, seid ihr hier, weil ich räume das nicht auf. Nein. Das ist immer sowas mit den Projekten, da wird das aufgebaut und dann macht es keiner weg, wie der Eiffelturm in Paris. Ja, Expo-Projekt. Einmal hingestellt und dann, oh, für wie kriegen wir denn die wieder weg? Oh, komm, lass sie mal stehen und jetzt? Ja, jetzt hebt jeder Tent und sagt, nö, ich bin's nicht. Nee, eben, wäre super Bauplatz, aber nein. Ja, uff, sag ich da, ja, eben. Ich würde da auch gern irgendwie Angelplatz oder so für mich einrichten, aber bei dem ganzen Junk, was soll ich da machen? Die Fische kriegen ja hier 4 Flosse und 12 Auge da in der Nähe. Wahrscheinlich. So, du bist hinter mir, schön. Ich bin close by da. Ich würde sagen, wir gehen jetzt links von der Container rüber. Geh du mal vor, du. Ja, ich sprinte rund. Bin jetzt da im Gebüsch. Sehr schön. Ey, die Sonne geht schon langsam auf, wir müssen Gas geben. Sonst scheinbar oh Gott, mein... Der Vorteil nehme ich. Ja. Oh. Ja. Ich bin vor dir? Ja, schieß mich nicht, bitte. Nee, ich hätte gerade gehängt, du, weißt du? Ah, okay, ja. Ich hab gerade so ein... Schnürsenkel tappt. Ja, richtig, Schnürsenkel tappt. Da vorne ist immer auch so... Campingzelt, da campen sie ganz wild und treiben ganz wilde Sache. Ich verscheuche sie jedes Mal, wenn ich sie. Widerlich, ist das widerlich. Ja. Weißt du, wer darf Gummis da wieder aufsammeln? Bah, das ist ja widerlich. Ich mach mal den Zug rein, wenn du mir sie bringst, ne? Ja, eben, ja, hoffe ich doch. So, willst du dir die Kiste mal machen? Ich guck mir kurz in die Kiste an. Jo, da ist sogar was drin. Magazine groß. Weiß nur für welche Waffe. Oh, Pineapple Juice, das kann ich mir nachher ins Bier kippen. Da ist, guckst du an, Studentenwohnheim, wenn es geschafft ist. Wunderbar, da ist es. So, ich weiß jetzt gerade nicht, wo du bist. Ich bin vor dir. Ah, wunderbar, da schieße ich nicht auf dich. Nee, das wäre nicht gut. Es wäre gut. Oh, wenn jetzt du bin ich auch mit der Schnürsenkel gedappt. Oh je. Yeah. So, wir gehen mal Richtung Eingang, würde ich sagen. Ich folge dir. Die über die Feuerwehrleiter, der zweite Stock ist, der erste Stock ist immer offen. Ist gut. Damit Leute halt rauskommen, ne, wenn du mal wieder was anguckle. Shisha umkippt oder. Wenn Shisha umkippt, du, ey. Der Pott explodiert oder alles. Die können ja auch nicht kochen, ne? Also, wenn sie nichts bestellen, sondern selber kochen, da fliegt bald immer alles. Da liegt der Tod, oder? Ich nehme jetzt hier eine AK auf, du. Ja, guter Plan. Ah, dann gehst du vielleicht auch als erster Reihe mit der Vollautomatik. Ist besser schießen, sage ich immer. Oh, das ist schöne Sonneaufgang. Richtig schön. Wir sehen halt nicht viel, aber wenn es gut läuft, ist noch Notbeleuchtung da drin an. Okay, wo habe ich dort AK? Voll! Oder Automatik, okay. Dann, wo geht's rein, du? Na, eins Nuff, okay. Ja. Da gehen wir vor. Das Tür ist auch schon offen, also vielleicht ist noch jemand wach. Lugst du mal vorsichtig erstmal rein, ja? Manchmal stehen da welche. Pass auf. Ne, da ist nix. Wunderbar. Gehen die erste Tür rechts. John, wir haben es echt geschafft. Wir sind endlich mal in der Dorms. Wir sind in der Dorms, wir haben es geschafft. So, ich gehe voraus, guck nach links. Guck geradeaus. Deutsche Truhe. Schau mal. Wunderbar, ich gucke mir mal der Gang an. Du musst mal gucken. Manchmal sind da hinten ist super Küche. So, der Gang entlang, wo wir rein sind, da geradeaus. Da ist super Küche. Da ist super, da sind sie manchmal noch wach und machen so philosophische Gespräche über wie man Land führt und wie wir alle kommunistisch werden sollen und so. Studenten halt, kennst du ja. Kennst du. Oh. Oh, was war das? So, das war, da hab ich gezuckt, sorry. Okay. Oh, ich habe eine Schlüssel habe ich gefunden. Oh, gut. Raum von 110. Hier? Ja, Raum 110 steht drauf. Ah, gut. Der vermisse ich schon, ja.
Der fehlt an meinem Schlüsselbund. Wie gut. Schauen wir mal vorbei, was ich da 110 angestellt habe, damit ich da nicht mehr reingehe. So, guck's dir an. Da kann ich, guck's dir an. Das Bah. Passiert halt, wenn man der Hausmeister mal ein paar Wochen nicht reinlässt. Das ist wieder. Widerlich ist es. Bäh. Du tust mir echt leid, du. Ja, du. Das werde ich kerchern. Anders mache ich das nicht. Und wenn der Student dann noch reinkommt und auch sein Geschäft machen will, die kerchere ich gerade mit weg. Gerade wegkerchert, ja? Ja. So, da gehen wir mal jetzt da vorne links noch, oder wie? Oh, da sind ja ganz viele Kisten. Was machen die mit der ganzen Kiste? Sind da ihre Droge drin, oder was? Oh, schau mal rein. Ich würde es gerade annehmen. Guck dir das mal an. Überall geschmierend, wenn... Müll überall, Bett. Ach, widerlich. Oh, was haben wir denn da drin? Also Mini-Sachen sind schon fast voll. Oh, ist ja gut. Wir müssen aber nochmal, also auf jeden Fall in Raum 110 würde ich mal gerne reingucken. Oh, ja, ja, Raum 110 ist auf der Etage. Nee, der ist eine Etage tiefer. Eine Etage tiefer? Ja. Okay, da ist nichts drin, da. Keine Studenten, wo sind die alle denn? Da, langsam stellst du mir auch die Nackenhaare auf. Das ist schon nichts. Da geht's eins hoch, da geht's eins runter. Ah, bist du schon an der Treppe? Ja, dann gehen wir mal kurz zum Ende vom Gang, mal einen Blick drauf werfen, wie es aussieht. Und dann gehen wir mal runter. Runter. Erstmal ans Ende vom Gang da. Gucken wir uns da 110er an. Ja, da kommen wir. Ah, doch, ich komm hinein. Mach du das mal. Ja. Gehst wieder, dann geh ich mal. Geh noch ganz ans Ende. Gut. Was sagt denn Zeit? Wann kommt. 13 Minuten haben wir noch. Ah ja, du, jetzt Minuten. Weiß ich's wieder, warum hier keiner ist. Du, die haben gerade, die begrüßen gerade alle mit dem Yoga das Sonnenaufgang. Oh je. In 13 Minuten ist der Sonnenaufgang rum und dann kommen sie zurückgeströmt. Wir wollen erstmal futtern und tanzen und Party machen wieder. Du, das habe ich ganz vergessen. Wir müssen so also ein bisschen spute. Zwei Schlüssel gefunden. Raum 118 und Kontrollpunkt. Da habe ich schon drei Schlüssel. Gut. Ich stehe an Trepp. Ja, ich bin sofort wieder. Also wir sollten aber auch auf jeden Fall kurz mal noch hochgehen, wenn man Zeit noch lässt, weil auf dem Dach, da steht immer eine große Kiste. Da haben sie immer die ganz besondere Sache drin versteckt. Ah, du weißt ja nicht zu viele Welle, nicht zu viele Welle. Nee. Aber ja. Gucke mal einfach mal, was läuft. Oder große Wäsche wäre was. Oh, da vorne ist Uff, ne? So ist Uff. So, jetzt muss ich 110, ne? Kannst du das sagen? Lass mich kurz gucken. Da ist auch Uff. Oh, hier war schon. Ah, ich dachte gerade, da kauert einer, aber es ist einfach nur wieder Dreck. 110er, lass mich kurz gucken. Der ist ganz am Eingang, am rechts hier links. Letzte ja. Tür links. Da jo, musst du mal gucken. Der letzte Tür links. Hier rein und ja, dann letzte Tür. Hey, Entschuldigung, ich wollte mal kurz hier gucken. Alles gut. Hier hat doch der Harald gearbeitet, hier am Empfang, der Arme. Oh, ich höre Stimme. Ja, auch welche. Letzte Tür links, war nicht abgeschlossen, gibt's da so einen Öffnungseffekt. Bist du drin? Gibt's was Tolles? Da gibt's nur Jäckle. Oh. Aber ich war letzte Tür links, weiß nicht, ob das richtig war, du. Vielleicht hat, ja gut, es sieht ja so aus, als hätte jetzt keiner abgeschlossen, vielleicht war schon jemand da. Ich stehe hier übrigens auch in dem Raum rum und loot gerade ein bisschen. Pass mal ein bisschen auf, dass du mich nicht holst. Oh, noch ein Schlüssel. Wo können wir überhaupt Nüsse? Also ich muss zum... Oh, ich kann direkt hier am Hinterausgang raus. Oh, ich sehe da Waffe. Okay. Alte Straße, wo ist denn die alte Straße? Ja, die ist genau hier, hinter der... Das ist der Ausgang hinter der... Ah ja, ja super. Da kann ich auch raus. Dann würde sagen, wir gehen gerade nochmal... Ah, wir haben noch ein bisschen... 10 Minuten noch. Wir gehen eher hoch. Hier unten sieht alles schon irgendwie ausgelootet aus. Als ob da jetzt hier der Sprecher steht. Du hast gesehen, wie der ausgerüstet ist. Es geht einfach nicht, dass die Uni dem Studentensprecher so eine Ausrüstung gibt. So als Lumpesäckel, du. Das war sicherlich der Schülersprecher-Student. Ja, sag ich doch. Ja, richtig. Verdammt.